Ein herzliches Willkommen und zu einem weiteren Mal Let's Play Kills on Shadow Fall. Ich bin Simsim Muffix. Ja, beim letzten Mal sind wir hier ein, zwei Meter weitergekommen. Wir werden hier ein bisschen von feindlichen Zusammen hier belagert. Wir wollen hier entkommen und die Informationen, die wir hier gesammelt haben, wieder zurückbringen. Doch davor haben wir aktuell das kleine, unschöne Problem, dass hier uns die lieben Helganianer immer noch hier, ja, das verhindern wollen. Deswegen schauen wir uns mal kurz. Ja gut, das ist mir zu wurscht. Wir müssen dann jetzt nämlich eh rüber. Wir nehmen jetzt erstmal den hier. Wahrscheinlich als sehr zerstörend. Jetzt! Wie viele Schüsse muss man dir abgeben, Mann? Die Hel... Also, unsere Waffe, die ist so stark, aber die Helgast-Waffe, die ist echt schwach. Naja, wir haben beim letzten Mal hier ein bisschen zu viel gelegt. Und jetzt müssen wir hier den Funkturm hier der Helgast auslöschen. Ich denke, das sollte eine machbare Aufgabe sein. Ja, natürlich schön, wenn wir ein paar Gegner spotten würden, aber das ist leider zu viel verlangt. Außer Reichweite. Von wegen, dann machen wir es halt so. Das wird knapp. Shadow 18, hast du den Funkturm neutralisiert? Bitte bestätigen. Ich arbeite dran. Gib mir... Okay, ich bin zwar dreimal gestorben. Na, zweimal gestorben. Aber gib mir einen Befehl und sag, ja gut, hast du es endlich erledigt, Mann. Das dauert ja schon Ewigkeiten. So. Gut. Nehmen wir uns hier den Schleichweg. Darf ich? So, kein Problem. Jetzt ist alles gut. Ich nehme mal meine Drohne. Die, glaube ich, geht halt in so engen Räumen nicht, was natürlich die Sache ein bisschen erschwert. Oh. Okay. Alter! Hab mir jetzt gar keinen Dragon eingejagt. So. Da oben. Super. Super. Wenn der sich. Der stand zu dumm, Mann. Den konnte ich halt nicht ausschalten. Naja. Ist jetzt kein allzu großes Problem. Wenn ich natürlich treffen würde. So, Kolbenschlag. Ja gut, für den Einsatztrupp habe ich jetzt nicht so viel Angst, Mann. Ich weiß schon wieder... Ah, das ist immer das Ärgerliche, Mann. Abgesehen davon, dass die scheinbar hier durch die Wände schießen können. Dass wir nun erstmal schauen müssen, wo jetzt wieder der blöde... Ah, da wäre der Turm gewesen, ich hatte ihn sogar gar... Oder? Warte mal. Wir müssen dann immer erstmal den Turm ausschalten. Wo ja der Alarm ausgelöst ist. Den muss ich halt immer erst finden. Und das ist natürlich ein bisschen nervig. Dankeschön. 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 So. Beruhigen wir uns erstmal, packen den Raketenwerfer aus, nehmen Adrenalin mit. Habe ich vorher immer nicht mitgenommen, gell? So, und dann müssen wir erstmal wieder runter. Kann ich von hier oben immer ein bisschen eine gute Situation arbeiten? Na, ich kann nicht mal hier durchschießen durch die Scheiben. Schade. Alter. Aber das war schön, die Aktion, Mann. So. Mit dem Raketenwerfer hier reinschießen, das ist nice. So, ich weiß halt nicht, wo der Alarmturm ist. Wo? Da, du blöde Drohne! Da mach! So, dankeschön. Die hat gerade nicht so viel Lust gehabt, das habe ich schon gemerkt. So, was ist eigentlich das? Adrenalin, oder? Ah. Okay, aber man kann immer nur eins haben. Ja, macht auch Sinn, weil ich meine, sonst könnte man sich das Spiel mal leicht machen, könnte man hinlaufen, sterben. Und weiter, das ist ja langweilig, so. Was muss ich jetzt machen? Drohne. Achso. Drohne? Du machst eigentlich alles. Für was bin ich eigentlich gut, Mann? So.
Und, ach, ich drücke immer zu lang drauf. So, ah, muss ich doch da hoch. Entschuldigung, jetzt laufen wir ja nochmal unnötiger hoch, aber das werden wir auch überleben. Die Drohne macht ja alles, Mann. So, Funkturm ausgeschaltet, Mann. Aber der Schuss mit dem Graf, der war einfach zu schön, Mann. Pulsar 1-8, sind in 10 Minuten bereit. Ende. Verstanden, 1-8. Aufklärung, haben Sie mich gehört? Ich gehe jetzt zum Landungsschiff. Wo sind Sie? Sind unterwegs. Wir sind gleich da. Das ist mir auch schon aufgefallen, Mann. Vielen Dank, Spiel. Das ist eine grundlegende Sache, aber theoretisch hast du mir immer noch nicht erklärt, wie ich eine Granate schmeiße. Das gefällt mir eigentlich am besten. Hey, Moment mal. Komm, komm, Ronne. Ich will mal Schild machen. Das ist scheiße für dich, gell, mein Freund. Ich meine, am Schluss ist es ein MP-Antwort zu senden. Ich meine, man hätte auch stealthen können, man hätte auch voraussichtlich einmal so machen können. Aber das ist ja langweilig, Mann. Das ist was schön, Mann. Das Schild, das müssen wir öfters benutzen. Das ist eigentlich ganz geil. Und jetzt rutschen. Rutschen ist immer gut. Oh, das sind meine Freunde. Abpassen. So, schön gemacht. Beim letzten Mal war das noch leicht, in diesen dummen Damm reinzukommen. Da bin ich einfach reinmarschiert, Mann. Die zwei Heinis, die da waren, habe ich eliminiert und fertig. Komm her, Dröhnchen. Super, mein ganzes Team. Meine wenigen Teammitglieder. Alter, Drohne! Die ich hier noch hab, die sterben. So. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. So. Ey, schau euch an, die Turrets. Die arbeiten für uns. Das ist ja geil. So, okay, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt weiter. Ah, verdammt, ich muss ja wieder rein. Oder kann ich einfach da? Warte, ich muss ja da, ne? Alter, ungültiges Ziel. Verarschst du mich, Mann? Komm, Drohne! Auf einmal kommst du, oder was? Alter, diese Scheißdrohne. Es ist so madig, Mann. Diese Drecksdrohne. Ist mit der Drohne wieder nicht gut. Ich sag ihr 10-mal, komm her, mach mir einen Schutzschild, Mann. Und die warpt sich da rum, Mann. Jetzt kotzt sie mich aber an, Mann. Jetzt bin ich auch scheiße. Da. Da. Ja, es war auch mein Fehler, da oben rumzugehen. Ich meine, ist zwar irgendwie leichter theoretisch, aber nun gut. Ich glaube, ich muss ihr das auch sagen. Ja gut. Gut, meine Schüsse gehen durch. Aber nur die anderen gehen nicht durch. Das müssen wir auch mal lernen. So. Der Typ, der ist einfach hochgelaufen, einfach direkt um zu sterben. Und da oben werden sie immer mehr. Mein Granatenvorrat wird langsam leer. Wir laufen mal vor. Vielen Dank für den Turret übrigens, wer den aufgestellt hat. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Alter. Alle meine Buddies sind tot, Mann.
Und es werden immer mehr von diesen verkackten Helgas, Mann. Ah, na, na. Ja, die hat aber so einen schönen Raketenwerfer. Die will ich nicht aufgeben, die Waffe. So, keiner in der Nähe. Was? Da kannst du davon träumen, Mann. Wenn immer mehr von denen. Komm. Alter, wieso haben die auf einmal so viel auf? Türme und was auch immer haben die? Und I? Meine Freunde, ich muss leider sagen, vielleicht haben wir keine Minute. Okay, ist nicht die beste Idee, da einfach zu stehen. Sich abballern lassen von dem. Oh, meine Drohne hält es aus, dieser Tank, Mann. Droni! Alter, und noch ein scheiß Landungsschiff, Mann. Und kaum wird es ein bisschen ernster, sagt mein Droni keinen Bock mehr. Ja, da bist du doch wieder, Mann. Kannst es ja doch. So, Droni, das machst du sehr gut. Kannst mir aber ruhig ein bisschen mehr Fläche bieten hier. Ich weiß nicht, ich stehe einfach in der Mitte von dem Kampffeld, Droni. Das gefällt mir. Okay, jetzt machen wir mal hier ein bisschen bessere Position. Damit denen nicht ein bisschen Schaden zufügen, Mann. Ich glaube, meine Waffe explodiert mir gleich. Bam! Nein, was mache ich denn? Oh nein, ich habe meine Adeline eingesetzt. Obwohl, war ich gar nicht schlecht. Nett! War nicht so effektiv, aber war ganz nett. So. Komm. Droni. Alter, das muss doch jetzt mal langsam gewesen sein, oder? Ja, ich lauf. Jeder für sich selbst. Gebiet gesäubert, Sir. Paket gesichert. Kehre zur Basis zurück. Dass jemand hört, es gibt hier eine Infektion. Das machst du nicht schon. Es breitet sich aus. Ich glaube nicht, dass das ein Unfall gewesen ist. Es gibt so viele Sicherungssysteme. Menschen sterben! Das hier fand man auf einem Laufwerk der ISC Cassandra. Sie gehört zu uns. Forschung. Streng geheim. Biowaffen hauptsächlich. Wir wollten Kontakt herstellen. Nichts. Die Crew ist wohl tot. Woran hat sie geforscht? Es sollte uns Einfluss verschaffen. Als Abschreckung. Verdammt, wenn die Helgas es haben, sind sie nicht aufzuhalten. Das wäre kein Krieg. Das wäre Massenmord. Teile der Infos, die sie gesichert haben, waren abgehende Funksprüche der Cassandra. Wohl Helgast-Kodierung. Ich habe das Gefühl, dass sie sie geschickt hat. Dr. Hilary Massa, Projektleiterin. Sie will wohl überlaufen. Geh an Bord, mach das Schiff klar und steuere es in die Sonne. Es muss wie ein Unfall aussehen. Ein EWAC-Team holt dich dann da raus. Wir sind nicht ohne Grund so vorsichtig, Lukas. Man würde es nicht verstehen, daher weißt nur du Bescheid. Wir haben keine Ahnung, was dich erwartet. Sei vorsichtig. Pulsar,
Shadow 1-8. Schiff in Sichtweite. Verteidigungssysteme scheinen deaktiviert zu sein. Verstanden. Brich durch die Hülle und melde dich. C-12 nähert sich ISC Cassandra. Noch 50 Meter. Shadow Marshall, vorbereiten für Weltraumspaziergang. Auf mein Kommando. Angriffsgerät in Position. C-12 startbereit. Viel Glück, Marshall. Oh, Leute, Mann, das ist ja geil. Okay, zum Glück haben wir einen kleinen Anzeiger, damit wir uns hier nicht komplett drehen. Aber sehr schön, Mann, so Weltraumabschnitte sind immer nett. Okay, natürlich wäre es optimal noch, wenn wir hier ein bisschen kämpfen könnten, Mann. Aber ich denke, da müssen wir jetzt erstmal durchfliegen. Hier natürlich überall Tode. Und dann steuern wir mal in die Sonne. Klump. Oh, Schwerkraft ist wieder dran. Schade. Quarantäneprotokolle initiiert. Warten Sie auf Instruktionen. Schade, weil so Zero-Gravity-Abschnitte, das ist eigentlich immer ganz nett, Mann. Beispielsweise in Wolfenstein war das zum Beispiel ein sehr geiler Abschnitt. Ich suche einen anderen Weg. Meine Drohne habe ich, oder? Immer einen Freund, den ich habe. Und hier seht ihr überall Biohazard. Die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Die Kantine ist geschlossen. Okay, Leute, wir sind ja gerade wahrscheinlich. Wear a mask. Es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich, wenn wir einen tragen würden. Wir sind hier gerade wunderschön in irgendein Virus reingelaufen. Space Horror. Prey. Oder was zur Hölle? Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Okay, einmal nach oben und einmal nach unten. Wenn ich wüsste, wo oben ist. Okay, wir können wieder fliegen. Das ist schon mal schön. So. Für dich kommt das leider ein bisschen zu spät hier. Also wie ich das hier verstanden habe, haben die Helgas jetzt ja irgendeine Biowaffe hier gefunden. Und eins haben wir gelernt, die Helgas und Waffen. Das kommt nicht immer so gut. So, kann ich da rein? Nö. Da, in den Maschinenraum, genau. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. So, aber bis jetzt ist das alles noch ruhig. Also bis jetzt ist das ja alles noch relativ entspannt. Ich glaube, das wird sich genau jetzt ändern. Und bevor es sich ändert, machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es ja weiter mit der Let's Play Kids on Shadow Fall. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.